Jeden Nachmittag hilft Enzo Jugendlichen bei den Hausaufgaben. Genau, guck mal hier. Na, überleg noch mal. 2015 wurde von den Vereinten Nationen die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung verabschiedet. Alle Mitgliedstaaten haben sich verpflichtet, bis 2030 Armut, Hunger und Klimawandel lokal und global zu bewältigen und Ungleichheit und Krieg entgegenzutreten. Dazu wurden 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung festgelegt. Auf Englisch heißen sie Sustainable Development Goals, kurz SDGs. Ziel Nummer 4 ist hochwertige Bildung. Denn Bildung befähigt Menschen, ihre politische, soziale und wirtschaftliche Situation zu verbessern. Deshalb soll weltweit eine Bildung gewährleistet werden, die hochwertig, gleichberechtigt und inklusiv ist. Also ich sage dazu Toleranz. Denn Bildung ermöglicht, dass man Zusammenhänge versteht und Toleranz erlernt. Nur wenn man seinen Erfahrungshorizont erweitert, lernt man Meinungen, Lebensweisen, religiöse und ethische Überzeugungen anderer Menschen zu verstehen und, solange sie mit unserer Grundordnung in Einklang stehen, zu tolerieren. Die AWO leistet Bildungsarbeit in Kitas, bei der Jugendhilfe und der Kinder- und Jugendbildung. Darüber hinaus organisiert sie den internationalen Austausch von Kindern und Jugendlichen. Der gleichberechtigte Zugang zu guter Bildung muss auch weiter gesichert sein. Denn sie ist nicht zuletzt ein Instrument gegen Diskriminierung, rechte Ideologie und Populismus. Engagier auch du dich in der Bildungsarbeit, zum Beispiel im AWO-Jugendwerk, und hilf so, eine tolerante Gesellschaft aufzubauen. Wir arbeiten dran.